Einen wunderschönen guten Morgen. Wahrscheinlich wunderschön, wahrscheinlich gut. Leute, wir fahren jetzt zusammen nach Dortmund. Ohne dich, Arkani. Du bleibst hier. Und es geht da um ein... Also es geht um Folgendes. Wir haben dort ein Shooting zu einem großen Hollywood-Blockbuster, den ich noch nicht verkünden darf. Ich habe ein Briefing bekommen. Ich habe es erst gestern gelesen. Ich habe da was zugesagt. Für das Shooting dachte mir so, okay, ist doch ganz nice. Jetzt fällt mir auf, dass Sascha und Jens auch dabei sind. Und was haben die beiden? Richtig, beide keinen Bart. Jetzt darf ich mich rasieren. Ich denke mal, das sollte soweit schon passen. Bro, guck mal, was ist denn das? Du siehst aus wie vor 3 Jahren. Das sieht echt aus wie ein 7-Jähriger jetzt, ne? Du könntest mein kleiner Bruder sein. Halt's mal, jetzt reicht's. Okay, Bruder. So wie es sich gerade herausgestellt hat, ist Knossi noch nicht wach. Jan Sascha Hellinger ist auf jeden Fall nicht hier. Er ist in Hamburg, aber da wir am Wochenende auch sind, sehen wir den da. Ich weiß gar nicht, ob wir hier was filmen dürfen, weil wir haben gerade gelesen, dass wir hier nichts filmen dürfen. Also das heißt wahrscheinlich, dass wir nichts filmen dürfen, oder? Ich glaube ja. Das könnte. Wir nehmen die Kamera mal mit, sage ich, und wenn es da den einen oder anderen Shot gibt, dann nehmen wir den mit. Aber gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Seid ihr auf sich hier? Wäre so okay. Es ist jetzt tatsächlich 2 Tage später. Die letzten beiden Videos, die vorgestern und gestern kamen, waren übertrieben erfolgreich. Leichte Beute. Wir fahren jetzt also gemeinsam nach Hamburg. Es ist tatsächlich passiert. Ich habe eine Wette verloren, beziehungsweise mit Jens mich darauf verständigt, sage ich mal, dass ich zu seinem Konzert komme. Ja, es ist richtig. Knossi tritt heute in Hamburg auf und dann hat er gesagt, du, dann singst du aber auch deinen Song. Und da ich ja tatsächlich den Schlagerhit des Jahres 2020 mit Jan Jausemeyer und Vincent Lee gemacht habe, mit dem Namen Jause, werden wir den da auch gleich jetzt live performen. Live heißt, das Playback läuft im Hintergrund. Ich bewege meinen Mund dazu asynchron. Tobi ist mit dabei. Digga, ich freue mich einfach, dass ich mit dieser Kamera... Hi! Dabei. Den kennt ihr sicherlich aus dem Kostüm, wir haben noch einen Landstreicher mitgenommen. Ins Knie. Der Typ riecht übertrieben nach Alkohol und spricht kein Deutsch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in Hamburg. Tschüss. Und es ist mal wieder Stau. Dann fahr doch endlich, Mann! Warum fällt der nicht? Guck mal, der guckt richtig böse. So unangenehm, ey. Der guckt richtig böse. Und ich sitze hier. Guck mal, wie ich jetzt hier sitze. Guck mal, der Typ vor uns guckt in den Rückspiegel. Nun fahr! Home is the eye of the mountain. Below. Okay, ich muss mich kurz einsingen. Man! Schrank verstecken, Schrank verstecken. Wir breaken den Schrecken. Alter, ist so unangenehm jetzt zu stehen. Ständig. Halt mich. Oh ja, nicht da. Ich steck Finger rein. Nicht da. Oh mein Gott. 3, 2. Sag ich jetzt, ob das blöd ist. Du bleibst! 705 Leute, so nah, das sind schon viele Leute, ne? Alter, das sieht echt viel aus. Ja, und dann werde ich hier gleich hier stehen und sagen, Leute, guck mal, überleg mal, wir streamen jeden Tag für 1000 Leute, aber wenn hier 750 sitzen, die sind enttäuscht, das ist viel schlimmer. Stimmt, 750 sind's. Ja, wenn der Chat sagt, das scheiße, sagst du, halt's Maul und gut ist, aber hier kannst du nicht einfach offline gehen. Und du musst dran denken, hier kommt hochqualitatives Publikum, 50 Euro die Karte. Oh, Belladonna, du bist heißer als der Sommer. Genau das. Nee, aber jetzt sag mal, die kennen dich alle hier, die freuen sich riesig. Nein, die hassen mich. So bin ich hier, Mann. Ja, Mann, mit dem alten Shirt. War das laut? Hört man das laut? Für mich ist das zu leise. Guck mal. Aber kennst du die Leute, die dann auf einmal anfangen, jetzt erstmal auf der Bühne? Jo. Was machst du doch? Ich schreibe. Hamburg! Guck mal, das ist meine Stimme. Ich kann einmal singen und das war's. Also ich kann ja gar nicht singen, aber ich kann auf einmal. Auf mich! Ah, was? Costa Cordalis mit Anita oder der Wein von Samos. Wundervoll. Erstmal einen guten Tag. Tornado! 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 Zünde den Tornado! Dankeschön. Gleichfalls. Einfach hier, Wahnsinn. Dadan. Riesenfan von dir, ne? Entzündet den Tornado, muss ich sagen. Nein, nein, was machst du denn da? Entzündet den Tornado. Mit mehr Energie! Schnell! Mehr Energie! Dreh mal, drehen! Du musst drehen! Du musst drehen! Oh mein Gott! Das ist der beste Tornado.
Tornado, den ich jemals gewonnen habe. Wer stolz auf dich, mein Lieber? Ja. Entspannung, Entspannung. Ja. Entspannend. Es ist unter der Police. Hamburg! Isa hat gerade gesagt, dass ich für mich auf die Bühne gehen würde. Das ist so korrekt von dir. Oh mein Gott, wie korrekt von dir. Wie korrekt kann ein Mensch eigentlich sein? Und vor allen Dingen, wie viele Waffeln kann ein Mensch an einem Abend eigentlich essen? Nein, ich sag's so, wie es ist. Hier vorne werden gerade Cocktails serviert von Nico. Es ist einfach, es ist wirklich nur Wodka mit so ein bisschen Red Bull. Und ich, ich habe mir eine asoziale Märchen gemacht. Da sitzen. Okay, Amanda. Digga, du wirst so versagen. Hey, hey! Oh mein Gott. Und deswegen. Darf ich mal Kameramann sein? Ich will Kameramann sein. Es kann nichts Besseres geben! Achtung, jetzt kann ich wieder stehen. Und jetzt du! Es kann nichts Besseres geben! Ich kann nicht widerstehen. Ja! Und Spendi und ich werde dich so hochrufen. Nein! Katsching! Katsching! Oh, wie schön das Leben! Katsching! Katsching! Oh, wie schön das Leben! Also passt auf, ich sag's euch, wie es ist. Ihr hört ja gerade die Atzen. Es ist mega die krasse Stimmung und gleich komme ich einfach. Kann meinen Text nicht. Bin wirklich echt gut angetrunken, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Ja, das ist der Songtext. Nein, ich kann den immer noch nicht auswendig. Nein, ich habe auch keinen Bock drauf. Gestern Abend viel gelacht, fette Jause mitgemacht. Sebastian wird jetzt richtig leiden müssen, aber mich freut es umso mehr. Mich freut es auch sehr. Ich freue mich die ganze Zeit drauf. Welchen Zuschauer freut es gerade nicht? Sebastian blamiert. Sorry. Der wird es nicht blamieren, der wird es richtig top machen. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserem heutigen Hauptdeck. Er ist Sänger, seit ich denken kann. Du warst doch im ZDF, aber die Dieter Thomas. Heute eingestiegen in die deutsche Hitparade auf der Nummer 6. Und er hat einen Hammer mitgebracht. Einen absoluten Hammer. Wir freuen uns alle, dass er heute hier ist. Hier ist Remi! Du, hey, Jens, ich hasse dich dafür. Ey, warum tut ihr denn? Ich hasse dich. Und jetzt alle gut. Und jetzt alle zusammen. Dich. Yeah. Bielefeld, seid ihr gut drauf? Remi hat einen Song mitgebracht. Ey,
Revi hat einen Song mitgebracht. Es ist wirklich krass. Ich glaube, die wenigsten wissen bei dir, dass du wirklich auch Lieder gemacht hast, gell? Tatsächlich, ja. Und wegen ihm habe ich tatsächlich angefangen zu streamen. Der hat zu mir gesagt, mach mal. Hey, es tut mir unglaublich leid für euch, wirklich. Jause von Revi, let's go! Letzte Nacht, Monster, wo aufgewacht. Gestern Abend viel gelacht, fette Jause mitgemacht. Alles flüssig auf dem Pott, es war viral in den Kopf. Ist die Cola für die Zähne, dennoch putzen gar kein Brocken. Meine Haare stehen ab und ich bin sie einfach blass. Kurzer Blick mal in den Spiegel, passt. Mein Bester ruft mich an, doch ich geh da jetzt nicht an. Hab keinen Bock auf meinen Ewig erster Auftritt ever. Es kann nichts Besseres geben. Ich kann nicht widerstehen. Ich will das gar nicht. Heute Abend werden wir feiern. Heute Abend wird's abgehen. Alle seid ihr für die Jause. Wenn ich dann gehe nach Hause. Dö, 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 dö. Hände, 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 Hände. Dö, 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 dö. Und die Jause ist ja wie es hier. Alle seid hier für die Jause. Wenn ich dann gehe aus. Dankeschön. Alter, das ist super. Super. Wirklich. Das war das Unangenehmste, was ich jemals machen musste. Dankeschön. Es ist der Meister der Chef. Sehr gut, danke schön. Tina! 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 Okay, passt auf. Ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, ich hätte mich auf meiner Kinderkommunion vollschicken können. Vor allen Leuten in der Kirche und es wäre nicht so unangenehm gewesen wie das hier. Nico! Nico! Wie dir mein Auftritt gefallen hat, Nico! Nico, warum schielst du? Nico, du schielst! Warum? Nico! Sag Nico! Oh nein! Nico! Demo, wie fandst du meinen Auftritt? Gut. Sei ehrlich? Wirklich? Wirklich jetzt? Würdest du mich buchen für den Geburtstag? Alles klar, danke. Yeah. Oh. Hello, hello, hello.
recht. Werd mal jetzt endlich Veganer. Der will das, glaube ich, nicht, Mann. Isa, ich glaube, der will es einfach nicht. Ich glaube, der will das nicht. Aber das ist ein sehr guter Punkt, wo ich jetzt abmoderieren kann. Ich würde jetzt kurz abmoderieren und übergeben an die nächste Toilette. Das war's von diesem wunderschönen Abend. Ich habe meinen letzten Rest Würde verloren. Danke nochmal für diese einmalige Erfahrung heute. Meine Kinder werden das sehen und sagen, das ist nicht mein Vater. Danke dir, Mann. Ich fand's auch sehr schön. In diesem Sinne, schaut mal gerne mal Knossi vorbei und bei allen Leuten. Was denn? Du wirst runterrattern, auch wenn wir gehen. Heute werden was? Babys gewas? Gezeugt? Nein. Heute wird gar nichts mehr gezeugt. In diesem Sinne, bisschen runter mit der Kamera. Ja, genau. Lasst einen Daumen nach oben da, checkt die anderen in der Videobeschreibung raus. Und Memo, du hast Schlusswort. Ich hab kein Schlusswort. Dai, dai. Perfekt. Mach aus.